Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS17 hier auf der Losberg. Wir müssen düngen, Feld 26. Wir können aber mal gucken, ob wir direkt bei Feld 53 düngen können. Da können wir zumindest besuchen. Und dann ist hier unser Feld, ne? Können wir hier düngen? Hier können wir düngen, ne? Ja. Dann würde ich sagen, machen wir das nochmal. Ankoppeln. Fahren wir erst runter zu Feld 53, düngen da einmal, dann fahren wir zurück zum Hof, füllen einmal den Düngestreu auf und dann füllen, werden wir Dings düngen, ne? Feld 26. Weil auf Feld 33 liegen noch die Ballen, ne? Die müssen wir noch runterholen. Da haben wir zumindest aber schon mal hier Feld 53 schon mal gedüngt. Kann auch nicht verkehrt sein, ne? Und wir brauchen mehr Leistung. Und das heißt, wir brauchen mehr Geld, ne? Viel mehr Geld. Viel mehr Geld, ne? Was kriegen wir hin? Heißt immer wieder neu anpflanzen. Je mehr wir anpflanzen, umso mehr Geld verdienen wir, ne? So, aktuell auch im Aufnahmewahn. Ich bin jetzt auch die fünfte Folge schon am Aufnehmen hintereinander. Mal gucken, ich hätte Bock sogar noch eine sechste zu machen, ne? Schauen wir mal. Was ich heute aber auch fünften aufnehmen muss, heute am heutigen Tage, ist LS19 Capeno France. Da habe ich nämlich keine Folge mehr parat. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall noch mich dran setzen. Aber gut, wenn ich schon mal einmal hier drin bin, kann ich auch mal ein, zwei Folgen mehr aufnehmen. Dann passt das, ne? Erstmal die Zeit lang. Das sollte dann kein Problem sein. Das sollte dann kein Problem sein, ne? So, dann haben wir hier gedüngt. Dann müssen wir jetzt einmal zurück zu Feld. Nicht anschalten, ich wollte die Kamera drehen, danke. Zu Feld 26. Dann füllen wir jetzt aber erstmal nochmal den Düngestreu auf, damit er auch schön voll ist, ne? Dann brauchen wir Geld für eine neue Sämaschine, für Sonnenblumen und Mais, ne? Kriegen wir aber hin. Ich meine, 53.000 ist jetzt nicht viel unbedingt, also schon eine ganze Menge, aber wir kriegen es hin. Wir kriegen es hin, ne? So, ab zu Feld 26, Leute. Ich hätte mir schon fast die Sämaschine geschnappt und gesät, ja. Hätten wir aber nach der ersten Wachstumsstufe nochmal düngen müssen, ne? Das wäre nicht so gut gewesen.
Lieber jetzt als nachher, ne? Lieber jetzt als nachher, ne? Dann können wir die Einsatz machen. Machen wir hier Raps drauf. Haben wir schon in der letzten Folge geguckt. Raps wäre in dem Sinne eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Und dann passt das, ne? Das wäre gar nicht mal so verkehrt. So, sehr schön. Also Düngen funktioniert schon mal relativ gut. Da bin ich sehr zufrieden mit. Große Arbeitsbreite. Da mache ich mir keine Sorgen drum. Im Prinzip, das geht relativ zügig. Klar können wir das vielleicht auch nochmal irgendwann verbessern. Wenn möglich, ne? Aber das hat jetzt nicht so die hohen Prioritäten. Ich glaube, das mit dem Groben, das ist schon wirklich zeitaufwendiger. Wesentlich zeitaufwendiger, ne? Das müssen wir wirklich ändern. Aber dafür brauchen wir Geld, ne? Und ein neuer Traktor, der kostet, ne? Gut, wir könnten einen alten Traktor hier, den Case zum Beispiel, verkaufen. Zum Beispiel in New Holland und dafür einen besseren Traktor vielleicht kaufen. Ich glaube aber nicht, ob das Geld dafür reicht. Ich glaube nicht, dass wir 150.000 für kriegen, ne? Da gehe ich nicht von aus. Gut, wir haben noch ein bisschen Ernte im Silo. Relativ viel Roggen. Ich weiß es nicht. 67.000, 1.500 könnten ungefähr 90.000 ungefähr sein, ne? Wenn wir es verkaufen bei 1.500 pro 1.000 Liter. 90.000 wären wir aber ungefähr bei 140.000. Fehlen uns immer noch 60.000, ne? Und ich würde gerne auf große Nachfragen warten, Leute. Die bringen wesentlich mehr. Das ist eine große Nachfrage. Und wesentlich mehr. Wenn wir die dann nutzen können, ist klasse. Vielleicht haben wir demnächst mal schon eine Chance auf eine große Nachfrage. Wäre zumindest eine Möglichkeit. Schauen wir mal, was sich ergibt. Das können wir sowieso nicht planen. Wir können nur gucken, dass wir dementsprechend das Silo voll haben mit Ernte, dass wir dementsprechend auch die großen Nachfrage dann bedienen können anschließend. Und dann, ja, den Rest müssen wir gucken, ne? Den Rest müssen wir gucken, ne?
So, sehr schön. Ein paar Stellen hier nicht gedüngt, aber gut, das sind kleine Stellen, die machen jetzt auch den Kohl nicht fett, ne? Zumindest haben wir es gedüngt. Jetzt kommt die Einsaat hier auf Feld 26 mit Raps. Würde ich, wie gesagt, vorschlagen, dass wir das machen, damit wir mehr Raps haben. Aber da ist der Bestand relativ wenig. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, Leute, ne? Sehr schön. Dann würde ich sagen, füllen wir direkt noch mit dem Düngersteuer auf, wenn wir schon mit dabei sind, ne? Da haben wir den nämlich auch schon wieder voll für Feld 33 dann anschließend. Beziehungsweise nochmal für Feld 26 müssen wir dann anschließend mal düngen. Dann sollte es aber passen, ne? Wo ist jetzt der Traktor? Steht der jetzt hier? Wo steht er jetzt? Ah, da steht er. Stimmt, wir waren in der Werkstatt damit. Sollen wir direkt nochmal tanken? Ja, ne? Machen wir direkt mal. Kostet auch wieder unendlich viel Geld, ne? €276 Kosten für Kraftstoff, ne? Nicht gerade wenig. Haben wir Raps ausgewählt? Wir haben Raps ausgewählt, ne? Wir haben Raps ausgewählt, okay. Na gut, pflanzen wir Raps halt hier hin. Hatten wir sowieso geplant gehabt. Sechs Meter Arbeitsbreite. Finde ich gut. Finde ich gut mit 6 Meter Arbeitsbreite. Ist mehr als 3. Ist mehr als 3. 6 ist mehr als 3. Komische Sache, ne? Wie gesagt, mit der Lautstärke der Maschine müsste man in die Kommis schreiben, ob das so in Ordnung ist noch oder ob ich vielleicht etwas leiser stellen soll. Gerne in die Kommentare schreiben, ne? Dann beginnen wir jetzt mit der Einsaat hier auf Feld 26 mit dem Raps, Leute. Der Raps muss rein, der Raps muss wachsen. Und es muss laufen hier, ne?
Es muss laufen hier, Leute. So, aber wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen. Wahnsinn, ne? Wie die Zeit vergeht, das ist echt heftig, ne? Das ist echt heftig, wie die Zeit vergeht, Leute. Wieder eine Folge zu Ende. Aber wir kommen gut voran. Wie gesagt, jetzt sind wir mit der Einsatz dran, gerade hier auf Feld 26 mit dem Raps. Nächste Folge machen wir weiter. Ich denke mal, nächste Folge sollten wir durch sein mit der Einsatz. Da können wir uns anschließend um Feld 53 kümmern. Wenn wir das fertig haben, dann können wir uns Feld 33 die Ballen zu verkaufen. Und dann sollte es eigentlich gut laufen mit der Einsatz auch wieder von Feld 33, ne? Werden mal sehen, was sich alles so ergibt noch in Zukunft. Machbar ist einiges. Wir werden auch noch einiges schaffen hier. Wir werden noch einiges erleben. Und von daher schauen wir einfach mal, ne? In dem Sinne danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge geht's weiter. Wenn ihr, wie gesagt, nichts mehr verpassen wollt, dann gerne auch abonnieren, liken. Unterstützt sehr gerne meinen Kanal, damit wir auf die 1000 Abonnenten kommen und auf die Wiedergabezeit natürlich auch. Ne? 4000 Wiedergabestunden sind erforderlich. Und ja, ich danke euch, wie gesagt, fürs Zuschauen. Bis dahin, Servus und Tschüss.